Hola, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdy Help. Wir sind wieder dabei, die iOS 7.1 Beta-Phase etwas genauer zu betrachten. Und gestern, ziemlich genau kann man sagen, jetzt vor 24 Stunden, kam die fünfte Beta zu iOS 7.1 raus mit Änderungen, die sich zwar durchaus sehen lassen können oder die durchaus sehr willkommen sind, aber alles in allem doch ganz gering ausfallen. Es gibt nämlich nur ein paar optische Änderungen am Keyboard gegenüber der Beta 4, da sich hier Apple ja ein paar Änderungen in der Beta 3 ausgedacht hat, was die Caps Lock und den Shift Key angeht. Das wurde jetzt wieder behoben. Ihr seht es hier mal an dem kleinen Screenshot. So sieht also jetzt der Shift Key quasi enabled aus, also links. In der Mitte haben wir dann das Ganze deaktiviert und ganz rechts seht ihr, wie es aussieht, wenn die Caps Lock ansehnt. Ob das jetzt so wirklich attraktiver aussieht oder ob man nicht einfach zu diesem tollen Blau von früher hätte zurückgehen können. Bei den Caps Lock, das weiß ich nicht. Also ich bin noch nicht so riesen Fan, gerade von dem Caps Lock Button. Aber egal, müssen wir einfach weiter im Auge behalten. Ansonsten gibt es eine kleine Änderung bei den Wallpapern. Hierbei handelt es sich allerdings nur um ein Einstellungsfeature. In Beta 3 hat man ja quasi eine Option eingeführt, um den Parallax-Effekt ja direkt innerhalb der Einstellungen zu deaktivieren. Diese heißt jetzt einfach nur Perspective Zoom und ist also wesentlich leichter zu finden als zum Beispiel in meinem Video, das ich spaßhalber mal unten verlinkt habe, weil es ja nun mal aktuell für die iOS 7 Nutzer für euch noch sehr wohl zu gebrauchen ist. Ansonsten haben wir in iTunes Radio einen neuen Buy-Album-Knopf, der also direkt die Möglichkeit beinhaltet, wenn man ein Lied hört, das dazu passende Lied auch direkt zu kaufen oder eben sofort das gesamte Album. Auch ganz nett. Dann haben wir Siri, das ja im gesamten Verlauf der iOS 7.1 Beta-Phase eine noch natürlicher klingende Stimme bekommen hat, gerade was die Sprachen Englisch, Japanisch und Mandarin angeht. Also für uns nicht so wirklich interessant, aber ich finde, da ist mit iOS 7 auch schon eine Menge vonstatten gegangen. Da können wir uns, glaube ich, momentan gar nicht beschweren. In Beta 2 wurde eine Veränderung im Kalender vorgestellt. Da gab es ja noch ein kleines Video von mir, oder ich glaube, das war sogar schon in Beta 1, was die Event-List angeht, die man also unter der Monatsansicht ab jetzt in einer Listenansicht aufrufen kann. Und in Beta 5 wurde jetzt der Button dafür oder der Toggle, um diese List-View zu öffnen, ein bisschen fetter gemacht, ein bisschen auffälliger und dementsprechend leichter zu sehen. Eine weitere Änderung betrifft AirDrop. Da allerdings handelt es sich eher um eine schlechte Nachricht, denn AirDrop scheint irgendwie in Beta 5 aktuell noch einige Probleme zu haben. Allerdings muss ich zugeben, das hatte ich ja damals schon mal in meinem Akkusparvideo gesagt, bin ich sowieso einer, der das bisher irgendwie noch recht selten nutzt. Und da man ja immer einen anderen AirDrop-User dazu braucht, ich weiß nicht, irgendwie hat sich diese Bluetooth-Technologie wohl immer noch nicht so richtig wieder durchgesetzt und wahrscheinlich wird sie das auch nie. Ich bin mir da echt nicht so sicher. Ansonsten zum iOS 7 Jailbreak, immer ein interessantes Thema. In der Beta 4 hatte ich ja erwähnt, dass Apple einen kleinen Patch rausgebracht hat für das Evasion iOS 7 Jailbreak. Dieser scheint jetzt auch einige Probleme mit einem weiteren möglichen Beta 5 Jailbreak behoben zu haben. Also da waren ja noch ein paar Sicherheitslücken über und die scheinen jetzt wohl erst einmal geschlossen zu sein. Ja, ansonsten gab es wie gesagt jede Menge Bugfixes, das Übliche, was man so kennt. Und was jetzt auf jeden Fall noch interessant anzumerken ist, ist, dass man davon ausgehen kann, aufgrund einiger kleiner Reports und ähnliches, dass wahrscheinlich schon so in Richtung Mitte März wir mit einem öffentlichen, also einem Public Release für alle User rechnen können. Das war ja auch ziemlich früh schon so angenommen und jetzt verdichten sich da so langsam die Anzeichen. Wir warten einfach mal ab. Was sagt ihr zu den Änderungen? Was sagt ihr vor allen Dingen? Ich habe ja unten netterweise auch nochmal das Beta 1 und Beta 3 bzw. 4 Video verlinkt. Bei Beta 2 ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Freut ihr euch mit dem, was ihr bisher so gesehen habt, auf iOS 7.1 oder sagt ihr, naja, ne, jetzt haben sie sich zum Beispiel schon wieder von dem permanent dunklen Keyboard verabschiedet in der Beta 4. Hat mir auch nicht gefallen, weil ich war eigentlich riesen Fan
davon. Ich hätte diese Funktion gerne behalten. Wissen wir noch nicht, vielleicht kommt es ja noch wieder. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung dazu einfach mal unten in die Comments. Und zum Abschluss kann ich einfach nur sagen, erstmal so ganz nebenbei natürlich sorry, dass momentan sowohl die Nerdy Help als auch die Nerdy Tech Videos ein bisschen kurz kommen, ein bisschen sehr selten rauskommen. Das lässt sich ganz einfach erklären. A, die Nerdy Tech Videos, da tut sich nicht allzu viel momentan. Ich finde nicht mehr allzu viel zum Reviewen. Natürlich arbeite ich noch, wie versprochen, nach meinem Unboxing, das ihr auch unten verlinkt seht, an dem iPad Air Review, das ich mir ja in Amerika zugelegt hatte. Und ja, bei Nerdy Help, da warte ich eigentlich so ein bisschen so auf eure Fragen, auf euer Feedback, vielleicht irgendwelche Ideen. Wozu wollt ihr gerne was hören? Schreibt auch das einfach alles unten in die Comments und dann kümmere ich mich gerne drum. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Nerdy Help. Euer Jens von Nerdy Talk.